Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, heute möchte ich euch nochmal zeigen, wie man einen Footprint aus einem Projekt, was man zum Beispiel aus einer anderen Quelle erhalten hat, vom Bekannten, Freund oder wie auch immer aus dem Internet, einbinden kann in seine eigenen Libraries, um es dann in zukünftigen Projekten weiterzuverwenden. Und dazu habe ich erstmal Folgendes gemacht. Ich mache mal hier den Footprint Editor auf und ich möchte euch das zeigen hier an diesem RS485 Board, was ich mal erstellt hatte für ein Projekt. Das ist jetzt hier nirgendwo drin zu finden in meinen Libraries. Ich habe es extra rausgelöscht, ist also jetzt hier nicht zu finden. Und ich habe es aber noch in einem Projekt, und zwar hier in dem Projekt dieser Rotor-Sturmsteuerung. Da ist es noch drin. Wenn ich jetzt hier die Platine mal öffne, sehen wir also, hier ist dieses RS485 Board auch problemlos vorhanden, gibt keine Fehlermeldung, alles da. Woher kommt das? Es hängt damit zusammen, in einem Projektordner, hier in dem Fall dieser Rotor-Sturmsteuerung, wird also diese Rescue-Lib bzw. die Cache-Lib angelegt. Und wenn wir hier mal einen Doppelklick drauf machen und gehen mal hier etwas nach unten, dann finden wir auch dieses Board. Hier ist es drin. Das sind also die entsprechenden Maße und Positionierungen dazu. Das ist also hier drin. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Ordner hier zusammenpacke und gebe dem jemand anders, hat also derjenige, dem ich das gebe, auch entsprechend sofort gleich die gesamten Bauelemente. Wie kriegen wir das jetzt hier in unsere eigene Library hinein? Das ist ganz einfach. Dazu wählen wir dieses Bauelement an. Das wird jetzt hier hell unterlegt. Das ist markiert. Und wir können jetzt entweder mit STRG E oder Rechtsklick hier Footprint Editor öffnen. STRG E oder Rechtsklick übers Kontextmenü. Öffnen wir es. Und damit haben wir das jetzt hier im Footprint Editor drin. Wir könnten jetzt theoretisch hier auch Änderungen vornehmen und das wieder abspeichern. Und der einzige Schritt, den wir jetzt hier noch machen müssen, ist hier Datei, über das Menü Datei, Speichern unterzuwählen und uns eine entsprechende Bibliothek auszusuchen. Ich nehme jetzt hier mal meine Arduino Shields, die wähle ich hier einfach an und sage Speichern. So, damit sehen wir jetzt auch hier links in dieser Bibliothek wird dieses Bauelement oder dieser Footprint vielmehr hinzugefügt. Das funktioniert genauso auch für Schaltplansymbole und damit habe ich das hier drin. Ich zeige das auch an dieser Stelle nochmal. Ich habe jetzt hier ist mein Library-Ordner. Ich hatte es ja hier in My Arduino Shields drin und da sehen wir, hier ist jetzt dieser Footprint entsprechend abgelegt und ich kann den in zukünftigen Projekten verwenden. An dieser Stelle aber auch noch ein wichtiger Hinweis: Wenn ihr aus einer anderen Quelle, vom Bekannten oder aus dem Internet, ein Projekt erhaltet und wollt so einen Footprint weiterverwenden für mögliche weitere Projekte, dann gebietet das einfach der Anstand und die Höflichkeit, den Ersteller dieses Footprints zumindest zu fragen, ob er das erlaubt. Ja, das gehört einfach zum guten Ton dazu und wer sich im gewerblichen Bereich bewegt, sollte da sowieso äußerst vorsichtig sein, denn da kann es dann schnell mal im Bereich des geistigen Eigentums Ärger geben und das sollte man vermeiden. Also fragt dann zumindest eure bekannten Freunde oder wie auch immer den Ersteller des Footprints, ob er das weiterverwenden dürft. Das gehört einfach zum guten Ton dazu und nicht einfach hier wild, wie sagt man so schön, Copy-Paste machen. Ne? Okay, das dazu und ich wünsche euch viel Spaß beim Kiket basteln. Tschüss!